Ja, willkommen zurück zu 15 Days. Wir haben ja in der letzten Folge, ja, das Glück ist mit den Dummen, mehr Glück als Verstand gehabt. Wir haben diese Sinuswellen, wenn es denn Sinuswellen waren, das Rätsel gelöst, glücklicherweise. Ich weiß nicht warum, ist mir auch egal, es interessiert mich auch nicht, weil ich mag diese Minispielchen überhaupt gar nicht. Und ich habe vergessen, was ich jetzt machen wollte. Ah genau, wir wollten den Bert besuchen, oder? Den Brett? Den Fischbrett? Ich weiß es nicht. Fragen wir doch mal hier unseren Wannabe-Lover. Boah, ich finde diese Schuhe so geil. Hey, von Mike. Ihr. Hör mal, Mikey. Kannst du mal eben was im Rhizome nachsehen? Sicher. Ach nee, komm, was ist denn jetzt schon wieder? Falsch. Mann. Das hatten wir schon, ne? Das Bild. Brett. Tja. Ich habe keine Ahnung. Tja, keine Ahnung. So, müssen wir mal raus hier. Wie heißt denn nochmal dieser Typ? Ey, ich muss mir echt alles aufschreiben. Das gibt's gar nicht. Gucken wir nochmal in mein Zimmer. Catherine Zimmer. Genau. So. Aber ich glaube. Können wir die Taschen am Ende nicht mitnehmen? Ne, wahrscheinlich. Irgendwann brauche ich sie und dann habe ich es vergessen mitzunehmen und dann geht es wahrscheinlich auch. War die eben auch schon da? Das Bild zeigt Mutter kurz vor ihrem Unfall. Sie war da. Ach ja, der Stick. Verwenden. Mit? Ah, cool. Ja, mit was eigentlich? Mit Mikes Zimmer? Hm, mit Computer. Yeah, yeah, yeah. Die Steuerung muss ich echt noch lernen. Tja. Jetzt muss ich irgendwie zu diesem Kerl da kommen. Bernard. Ich lasse ihn mal ein bisschen in Ruhe. Das ist gut. Dann brauchen wir da wenigstens nicht hin. Obligatorischer Küchenbesuch oder hier dieser Besuch. Aber hier ist nichts Neues. Blinkt, die Anzeige blinkt auch nicht. Tja, das sind Dinge. Ich weiß echt nicht, wie es weitergeht. Nee, da wollen wir runter. Ich kann noch nicht rausgehen, ich bin noch nicht fertig hier. Wahrscheinlich kommt jetzt. Oh, ich nehme alles zurück. Was haben wir hier? Den Van. Wir können zum Pier. Das war's aber eigentlich auch schon, ne? Mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt das Auto öffnen. Mit dem A übrigens, statt dem Mercedes-Logo. Vielleicht braucht Mike den Van. Ich gehe zu Fuß zu Robert. Oh. Schön. Wir sind im Künstlerviertel Soho, London, 1. Juli 2009 abends. Also Soho, Künstlerviertel. Ich dachte immer, der Soho wäre irgendwie eher so der, naja, unnettere Teil von London, aber um Gottes Willen, ne? Ich, wie gesagt, ich bin London nicht so firm. Enter, open, nach links. Oh, was haben wir denn da? Hallo. Ne, mit dem können wir gar nicht reden. Das macht gar nichts. Gäbe es bei LucasArts wahrscheinlich auch nicht so unbedingt. Touristen-App und gar nicht mal billig. Auch Touristen-App? Touristen-App. Wunderbar. Und gar nicht mal billig. Benutzen wir mal die super Funktion hier. Betrete Atelier.
Tja, eigentlich schade, weil, also es ist an sich sehr schön gerendert und die Texturen sind auch recht schick. Hier sind noch ein paar Ziegel runtergefallen, also es ist schon insgesamt nett designt, aber so ein Adventure-Spiel lebt nun halt auch davon, dass man sich so Sachen auch angucken kann. Ne? So drei, vier Sachen sein und ein bisschen Animation, weil das ist keine Animation hier, der hat gerade einen Schlaganfall oder sonst irgendwas. Aber das ist ja echt, ich verstehe jetzt nicht, betrete Atelier. Komm, geh einfach rein, was soll zu Robert. Ich dachte, Brett hieß der, aber Brett. Robert, ich bin's. Ja. Robert, ich bin's. Besuch. Gott, wie siehst du denn aus? Geht's dir nicht gut? Catherine, schön, dass du mich besuchst. Was ist mit dir? Du bist ganz blass und hast abgenommen. Ach, naja, 3 Kilo weniger können einem alten Knacker wie mir nicht schaden. Warst du krank? Du hättest dich melden sollen. Ich hätte dir was gekocht. Ach wo, ich bin okay. Ich schlafe nur nicht so besonders. Du machst dir zu viel Sorgen. Zu meinem Geburtstag hast du auch nicht angerufen. Ach du Schande. Welchen Tag haben wir heute? Mittwoch, den 1. Juli. Meinen Geburtstag. Oh Gott, ich werde alt. Komm mal her. Alles, alles Gute für das klügste, beste, begabteste Mädchen der Welt. Oder jedenfalls der Stadt. Oder wenigstens in diesem Atelier. Ich habe gar kein Geschenk für dich. Doch, du hast eins. Wir haben einen Auftrag. Du musst die Kopie in einer Woche schaffen. Kannst du das? Eine Woche? Hoffentlich etwas halbwegs Anspruchsvolles. Da mach dir mal nicht zu viel Hoffnungen. Ich hab's dabei, warte. Der Projektor tut's noch, oder? Sonst hilft draufklopfen. Frag mich nicht, warum. Weil das immer hilft. Schön untermalt mit dieser melancholischen Musik. Also es fehlt eigentlich nur noch, dass das Bild sich kurz verlangsamt in Schwarz-Weiß färbt. Wir hätten das perfekte RTL. Abenteuerspiel. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Warum flüstere ich eigentlich? Was ist das für ein Projektor? Roberts Projektor. Er benutzt ihn, um die Originale auf die Leinwand zu werfen. Für die Vorzeichnung. Das wäre ein super Künstler. Also nachzeichnen kann ich auch. Ne, war ein Scherz. So, verkehrt. Hier, da muss ich draufklicken. USB-Stick. Mit dem Projektor. Das muss schon ein super Teil sein, ne? Also, das ist es. Der gute alte Churchill. Kriegst du das in einer Woche hin? Wer zum Teufel will denn den Amateurschinken haben? Irgendein durchgeknallter Sammler. Ich habe mich auch gewundert. Er hat einen ziemlich undurchsichtigen Mittelsmann geschickt. Das male ich mit verbundenen Augen. Diesen albernen Porträtrealismus kriegt doch jeder Straßenmaler hin. Aber nicht so, dass es fürs Museum reicht. Das kannst nur du. Das Original gehört ebenso wenig ins Museum wie die Kopie. Das ist Postkartenmalerei. Jetzt sag bloß noch, der Kerl gibt dafür Geld aus. Das kann man wohl sagen. 5 Millionen gibt er dafür aus. 5 Millionen Pfund für eine Postkarte. Was ist bloß aus diesem Kunstmarkt geworden? Vernünftiger geworden ist er jedenfalls nicht. Umso besser für uns. Oh, es geht weiter. Ich war total fasziniert von der Musik. Naja, gut. Oh je, die Leihfristen sind alle schon längst abgelaufen. Dann bring sie zurück. Können wir uns noch was angucken eigentlich hier? Aha, 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 aha. Ja. Ein Michelangelo. Oh, ich finde die coole, die Schuhe so cool von ihr. Ey, die sind voll geil, ey. Schicke Sneaker. Ah, so. Mit dem müssen wir nochmal quasseln. Da, kleine Topfpflanze. Alles verkommt. Es geht ihm wirklich nicht gut. Ja, das... Hier sieht's vielleicht aus. Furchtbar. Können nichts machen. Naja, gut. Quatschen wir mal mit ihm. Robert? Du siehst wirklich nicht gut aus. Komm, erzähl schon. Was ist los? Tja, was ist los? Ich sage doch, ich schlafe schlecht. Bist du niedergeschlagen? Allein? Einsam? Nein,
Eher im Gegenteil. Hör zu, Catherine, ich erzähl dir jetzt etwas. Aber du darfst mich nicht auslachen, hörst du? Nein. Versprochen. Es ist jemand hier. Was? Wie meinst du das? Wer soll hier sein? Nicht jetzt, wenn ich nicht da bin. Jemand ist hier in meinem Atelier. Ich sehe es an winzigen Details. Ich bin hier nicht allein. Ach was, das ist doch Unsinn. Wer sollte denn in dein Atelier einbrechen? Fehlt denn irgendwas? Nein, nichts. Aber ich spüre es. Jemand kommt hierher, wenn ich nicht da bin. Wenn ich zurückkomme, liegt ein Lappen einen Millimeter weiter links. Oder ein Buch ist anders aufgeschlagen. Oder eine Leinwand lehnt eine Spur schräger an der Wand. Ach nein, Quatsch. Das bildest du dir ein. Siehst du? Jetzt lachst du doch. Du denkst, ich bin verrückt, oder? Das... Nein, nein, überhaupt nicht. Es ist schlimm, wenn du Angst hast. Ich wollte dir nur Mut machen. Du irrst dich bestimmt. Das will ich sagen. Naja, oder er ist schizophren, ne? Ich meine, das weiß man ja auch nicht so genau. Gemälde, Geld. Sollen wir dir noch irgendwas besorgen? Brauchst du Farben oder Leinwand? Ich habe noch den Schlüssel zum Fachbereich. Ich sehe mich nachher mal im Magazin um. Wir kaufen die Sachen lieber. Die werden merken, wenn da was fehlt. Der neue Kanzler lässt doch jeden Bleistift katalogisieren. Nicht im Magazin. Ich habe mit Dawson und Trevor gesprochen. Das Magazin rühren sie nicht an. Sie sagen, der alte Plunder von vor 2005 ist wertlos. Für das neue Inventar existiert er gar nicht. Sie wollen nach und nach alles wegschmeißen. Wegschmeißen? Alles? Die Bilder der alten Jahrgänge? Nicht im Ernst. Soll ich mal nachschauen, ob noch Arbeiten von dir dabei sind? Das Bild von meinem Vater. Vielleicht liegt es noch da. Das willst du wieder haben? Er hat heute angerufen. Donnerwetter. Und? Was sagt er? Ich war nicht dran. Er sagt, alles Gute zum Geburtstag. Ah. Das ist mehr, als ich gesagt habe. Wirst du zurückrufen? Ich weiß nicht. Wo ist das Bild von Jessica geblieben? Es stand doch immer da hinten in der Ecke. Ich hab's verbrannt. Du hast was? Ich konnte ihren Blick nicht mehr ertragen. Ihre Augen haben sich verändert mit den Jahren. Sie hat mich angesehen wie einen Fremden. Aber das war doch nur ein Bild. Eben. Deshalb habe ich es verbrannt. Ich brauche diese Blicke nicht. Ich will Jessica so in Erinnerung behalten, wie ich sie kannte. Robert, das Bild sah aus wie immer. Das solltest du besser wissen, Catherine. Ein Bild entsteht erst beim Betrachter. Nicht Jessica hat sich verändert. Ich habe mich verändert. Das ist es, was ich in ihren Augen gesehen habe. Und das ist es, was ich nicht länger sehen wollte. Das Bild ist nicht mir fremd geworden. Ich bin dem Bild fremd geworden. Ich mache mir Sorgen um dich. Willst du nicht heute Abend bei uns essen? Lass nur, Liebes. Ich habe noch Suppe von gestern. Davon kann man nicht leben. Aber man stirbt auch nicht davon. Ich komme zurecht. Hallo, bei mir gab es auch gestern lecker Linsensuppe. Da kann man schon von leben. Schön lecker Linsen, Möhrchen, Kartoffeln. Hör mal, ich muss los. Wirklich nichts essen bei uns? Ich arbeite lieber. Okay, dann mach's gut, ja? Achte ein bisschen auf dich. Ich melde mich. Mich würde interessieren, in welcher Beziehung die beiden Personen stecken oder insgesamt diese Personen mit den dreien. Die sind ja hier echt nicht von schlechten Eltern, ne? Die klauen irgendwelche Uhren vom Big Ben, die brechen irgendwo ein. Was haben die vor, die Leute? So, noch einmal versuchen wir's. Robert? Ne. Bis dann. Bis dann. Auf Wiedersehen. Oh, ja. Das sind hässliche Bilder, ey. Entschuldigung. So. Ja. Gut, das haben wir uns erkundigt. Und jetzt reisen wir mal zurück zum London Eye. Oh, hier haben wir ein bisschen Action. Ich habe keinen Hunger. Schade. So, die bewegen sich immer noch. Kann ich nicht mit... Ich würde gerne nochmal mitfahren. Schade. Nett. Nett, ja. Gut.
Können wir davon ein Foto machen? Ach, schade. Loft. Da unten war nichts, ne? Pier. Können wir schneller reisen? Hervorragend. Ah, also es gibt durchaus doch gute Sachen hier. Die Möwe können wir immer noch betrachten. Sonst war alles. Promenade. Loft. Hey. Ah. Hey. Na, was sagt McBride? Ach, McBride. Ah, das war der Nachname. Ja, aber es geht ihm nicht gut. Sag ich doch. Langsam kommt er in die Jahre. Du musst's wissen. Er hat das Bild von Jessica verbrannt. Im Ernst? Er sagt, er hat sich verändert. Er konnte das Bild nicht mehr ertragen. Außerdem glaubt er, dass er verfolgt wird. Er meint, wenn er nicht da ist, schnüffeln Leute in seinem Atelier herum. Jesus, dann hat er sich aber wirklich verändert. Er hat Paranoia, oder? Oder könnte da was dran sein? Hat er Beweise? Er weiß es, sagt er. Er sieht es an Details. Hm, das klingt aber gar nicht gut. Wenn er recht hat, haben wir bald mächtig Probleme. Ein Problem haben wir vor allem, wenn es ihm schlecht geht, Mike. Er ist unser Freund. Wir müssen ihm helfen. Okay, okay. Und wie? Ich war noch nie besonders dicke mit ihm. Du bist doch sein Lieblingskind. Sag uns, was wir für den alten Knaben tun können, und wir tun's. Ich mach das. Das ist lieb von dir. Nimm dann auch den Müll mit raus, okay? Wolltest du das nicht machen? Hey, ich hatte zu tun. Plan vom London Museum. Schon vergessen? Und? Hast du ihn? Na, was meinst du denn wohl? Natürlich nicht. Aber ich weiß, wo wir ihn herbekommen. Das Gebäude ist von den Architekten Wilbur und Thompson gebaut worden. Ich war schon bei denen auf dem Server. Aber? Tja, der Server hat ein paar klitzekleine Sicherheitsvorrichtungen. Nichts Ernstes. Aber einen Tag sitze ich da schon noch dran. Okay, dann fahren wir morgen erstmal zum Museum und sehen uns um. Okay, dann los. Sehr gut. Finde ich eine gute Idee. Oh, es geht direkt schon los. Bam, 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 bam. Wie Washington. Hä? Was geht denn jetzt ab? Ich will nicht nach Washington. Jack Stern, hab jetzt keine Zeit, wiederhören. Halt! Oh, halt. Chief! Hey, Chief, wie geht's? Sorry, ich hatte nicht gesehen, dass Sie es sind. Was kann ich für Sie tun? Jack, wie lange arbeiten Sie schon für uns? Ach, kommen Sie schon, Chief. Es tut mir leid. Hier klingelt den ganzen Tag das Telefon. Ich wollte nur... Wie lange? 11 Jahre. Und möchten Sie weiter für uns arbeiten? Oh, ja, Chief. Komm. Dann legen Sie künftig besser nicht mehr auf, bevor ich es Ihnen sage. Nein, Chief. Gut. Ich schicke Ihnen gleich eine Akte. Tod eines Mitglieds der britischen Regierung. Wir haben eine Gefahrenstufenerhöhung. Sie werden prüfen, ob die Sache für uns sicherheitsrelevant ist. Sie lesen die Akte, fahren nach London, sehen sich das an und erstatten dann Bericht. Umgehend. Fragen? Nein, Chief. Na fein. Jetzt dürfen Sie auflegen. Danke, Chief. Bitte. Armleuchter. Definitiv. Ich lache mich schlapp. So, wo sind wir denn jetzt gelandet hier? Wir sind... Keine Ahnung, wo wir sind. Aber wir machen in der nächsten Folge weiter, wenn es heißt 15 Days.